Tag auch hier zu einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir gehen jetzt mal zu diesem Drachen, der wahrscheinlich total... Ah, das ist ein Wyvern. Hallo Wyvern. Let me take a Quen. So, und jetzt... Oh, ich habe mich ganz komplett zu Ende Okay. Oder was funktioniert bei dem nicht? Hallo, Kollege? Hier bin ich. Ja, scheint wirklich nicht zu funktionieren. Okay, dann... so. Das gute alte Quen. Na? Nee, falsche Taste. So. Tschu. Na. Na, ja, es läuft doch nicht so komisch in der Gegend rum. Immer auf den Hintern drauf. So. Ja. Oh, la, 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 la. So. Ja. Easy. Was hast du denn da hinten bewacht oder so? Bist du hier irgendwie hier entlang geflogen? War hier irgendwas? Kräuter bewacht. Ah ja, okay. Verständlich. Hm, okay. Ja. Da hätten wir schon mal das. Die Wölfe. Ach, lass mal jetzt mal. Ich bin auch ein Tier von. Ich lasse mal leben. Hey, die kommen an. Dies kann ich nicht gut schätzen. Gut heißen. Ei. Moment. Ist auch noch ein Nebling. Komm, Leute. Ich mach mal die Fliege, kratze die Kurve. Schönen Tag noch. Gucken wir mal, was der liebe Schwager des Passierscheinhändlers braucht. Denn ich würde ganz gerne mal nach Ochsenfurt reinkommen. Ich meine, das war doch Ochsenfurt, wofür wir das brauchen. Ja, ich meine schon. Ja, die sind ein bisschen vom Weg abgekommen. Okay, hier irgendwo lang. Mitten durchs Gebiet. Oh, meine Nase. Sehr schön, dann gehen wir hier mal lang. Um eine Straße, die wir kreuzen können. Verlassene Städte. Juhu. Wer ist denn hier? Ach, guten Tag. So. Renegat, das ist ein Renegat. Ich kenne Renegade, das ist ein... Ein Renegade ist ja ein, meine ich, ein Deserteur. Aber von Renegaten habe ich noch nie gehört. Hi. Hey.
Ich habe euren Anführer getötet. Arsch, das nimmst du zurück. Moment. Wir müssen mal wieder ein bisschen heilen. Komm hier. Du nervst auch. So, jetzt heil mich. Tue deine Pflicht, bevor du stirbst. Komm hier, können wir nicht mit dem Art vielleicht umschubsen? Komm hier. Komm mit, Bürger. Oh, schön. Oh, ein Gauklerlager. Der liegt auf der Treppe tot rum, ja. Aha, jetzt haben wir noch aufgeräumt. Hübsch. Entschuldige mich. 50 Gold bekommen. Sehr schön. So, dann räumen wir hier noch auf. Mein Papa ist Hexenjäger. Er jagt alte Schabracken. Aha. Und wohin jagt das? Ist er? Ins Bett? So. Wo ist denn... Bist du der Händler? Temerien wird wieder frei sein. Eines Tages. Eines Tages. Ja, eines Tages. Sei gegrüßt. Sans Christ. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Und was hast du? Er hat Essen. Moment, ganz kurz. So, da muss ich mir ganz kurz die Nase ausschnüffeln. Erstmal hier den ganzen Plunder verkaufen. So. Eigentlich kommt auch hier so Schwerter. Alles schlechter. Ich meine, der ist ja hier. Der akzeptiert ja hier sehr viel. Und das heiße ich gut. Oh, hat nicht mehr genug Geld. So, wie sieht's denn aus? Eine Wasserflasche wäre auf jeden Fall echt nicht schlecht. Nehmen wir auf jeden Fall mal. Piment. Sieht mehr aus wie hier so eine Alraune. Hier diese, ne? Die Schreiwurzeln. Okay. Ah, ich glaube, wir haben jetzt noch genug erstmal. Leb wohl. So. Ich werd Schlachter, wenn ich groß bin. Ah, das ist schön. Bodenständiger. Nein, nein, ich will nicht mitreden. Ich wollte das Fass da plündern. Verräter. Ich? Es werde Licht. Ich erleuchte euch. Wenigstens die Fackel. So, dann nehmen wir hier noch alles mit. Weil sonst, guck mal, sie hatten ja schließlich Besitz und dann kamen die Räuber und haben sie angegriffen. Hätten sie gar keinen Besitz, hätten die Räuber sie bestimmt nicht angegriffen werden. Was, ich hab nicht Folters umgebracht. Wer hat das gesagt? Lügen, alles Lügen. Was? Was? Ich glaube, der nimmt seine Kräuter auch selber. Hast du was Interessantes? So, was haben wir denn hier? Schneesturm. Eines Hexertranks. Ja, was macht der? Gruftweib absud. Erscheinungs. Moment. Jeder getötete Gegner beschleunigt bis zum Kampfende die Regeneration der Vitalität. Das ist interessant. Erscheinungsabsud. Wenn ein einzelner Treffer mehr als ein Drittel der Vitalität kostet, wird ein Quenchschild aktiviert. Okay, auch interessant. Wasserweib, bei maximaler Vitalität wirkt der bewirkte Schaden. Das ist cool. Alles coole Sachen. Maximale Vitalität wird durch jeden getöteten Gegner erhöht. Okay. Das ist auch richtig cool. Aber ich weiß nicht, was wir davon haben. Schon. Nachterscheinung, Wasserweib.
Erscheinung und Gruft-Vibe. Leb wohl. Können wir ganz kurz gucken. Nachterscheinung. Nichts davon. Moment, hier sind, ja genau, hier sind die Absurde. Kein Erscheinungs-Nachterscheinungs-Wasser-Vibe oder irgendwas anderes. Interessant. Jeder eigene Treffer wird die Angriffskraft, bis der Kampf beendet ist oder Schaden erlitten wird. Okay. Irgendwie cool. Ich mach doch gar nichts. Ich rede mit dem Typen hier. Mit dem Kräuterhändler. So, ich würde dann nehmen wir hier so. Regeneration ist auf jeden Fall cool. Das glaube ich brauche ich eher nicht. Wirkte Schaden erhöht. Und das hier. Ja. Gegenzug. Ah, Mist. Nimmt er leider nicht. Die Leiter auch nicht. Schade, schade. Leb wohl. So, haben wir hier wieder ein bisschen. Das ist schlimm. Kaum fängt man an, die Aufnahme zu machen, schon ist die Nase zu. Warte, wartet hier. Oh. Ja, die Herren. Guten Tag. Ihr Hexer-Räumdienst. Immer pünktlich. Na, Kollege? Die hätten mich bei lebendigem Leib aufgefressen. Die Leichen müssen sie angelockt haben. Danke, dass du mich nicht im Stich gelassen hast. Habe ich auch mal Glück. Glück? Die Lage könnte wohl schlimmer sein. Warst du in letzter Zeit infiziert? Schleppst du deshalb Leichen rum? Was? Nein, das ist meine Arbeit. Gut bezahlt. Aber du bist kein Hexer und kein Magier, also bist du nicht immun. Ich bin kein widerlicher Mutant. Den Göttern sei Dank, aber keine Sorge. Ich werde einfach nie krank. Okay. Wie ist das passiert? Mir war eine Achse gebrochen. Ich habe gerade nachgesehen, ob ich's richten kann. Und plötzlich Holz aus dem Wald. Da geht meine Stute durch, als hätte sie schon den Wolf an der Flanke. Der Wagen kippt und rums fällt die Fracht auf mich. Dein Pferd ist weg? Ja, das Biest ist futsch. Typisch, wirklich. Wenn es nicht regnet, kriege ich eine Ladung Leichen ab. Okay. Wir sollten wirklich deinen Wagen verbrennen, bevor hier noch mehr kommen. Du wirst einen neuen Wagen brauchen. Den hier musst du verbrennen. Gleich. Kann ich die Leute nicht schnell irgendwo eingraben? Man kann den Wagen noch reparieren. Wenn jemand erfährt, dass du damit solchen Opfer transportiert hast, wird dich nie wieder einer beauftragen. Aber warum sollte denn irgendwer... Ich sag nichts, wenn du nichts sagst. Und du wirst die Pocken meilenweit verteilen. Dann muss es wohl sein. Hast du irgendwas zum Anzünden? Ja. So was, das brennt ja wie Zunder. Mann, das stinkt. Ein Glück, dass ich dich getroffen habe. Danke für deine Hilfe und deinen guten Rat. Hier ist noch einer. Geh nach Hause, verbrenn die Kleider und schrubb dich gründlich. Sicher, aber es ist wahr. Mir kann kein Pesthauch was anhaben. Das hoffe ich. Leb wohl. Mann, das stinkt. Ui, achso, ich dachte schon, der Wagen wäre schon weg. Wollte schon sagen, ist aber schnell verbrannt. Quest abgeschlossen, Gefahrgut. Wunderbar. Das war quasi ein mittelalterlicher Castortransport hier. Und die Ghule waren Ökoterroristen. Ja.
Früh fängt's an hier. Ein Turm. Was da wohl sein mag? Oh. Nein. Doch, ich habe Angst. Ich möchte meine Eier noch behalten. Ja, guck mal hier. Ich kann auch einen coolen Trick. Ich kann auch einen wunderbaren Trick. Guck mal hier. Es wäre Licht. Eieiei. Der brennt echt gut, der Anführer. Eine gute Frage. Was zum Teufel? Das hier ist los. Komm, hopp. Schlag zu. Ja, immer noch. Komm, hopp. Ja, bist ein Braver. Feiner Deserteur, ja. Wunderbar. Komm, nochmal. Einmal noch. Ja, nicht aufregen. Schlagen. Schlag zu. Dein Arsch gehört mir. Ja, solange du einmal zuschlägst. Ach. Ja, genau, jetzt schlägst du zu, ne? Eine Frechheit nenne ich das. Wunderbar. Guck mal hier. Und einmal von hinten und zack. Wunderbar. Nee, wir sind noch nicht fertig. Da war noch einer. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Oh, meine Lieben, du bist doch der Einzige. Oh, er ist schizophren. Okay, das kann auch natürlich sein. Ich sehe schon, da hinten ist noch ein Bienennest. So, erstmal, guck mal hier. Genau, da ist das Bienennest. Hier ist ansonsten nichts. Erstmal holen wir uns noch hier die Leiche ab. Also, nicht die Leiche, sondern wir holen nur das, was... Das nur wie gerade Langschwert. So, und jetzt hier hoch. Mal sehen, was haben wir denn hier? Schön, hoffentlich eine schöne Aussicht. Oh, eine Kiste. Bärenfett, Weinstein, Alkohest. 5 Kronen. Naja. Geht so. Warum kann ich die Armbrust nicht mitnehmen? Hoch. Ich glaube, hier war mal ein etwas militärischeres Lager. Hübsche Aussicht. Oh, das ist eine Brücke. Das ist doch eine Brücke. Ja, immerhin eine gute Infrastruktur. Jedenfalls was die Brücken angeht. Besser als in Köln. Jedenfalls sehen sie auf jeden Fall noch funktionstüchtiger aus. Und vielleicht steht auf der Brücke auch ein Blitzer. Was haben wir denn hier? Ein Dorf. Waren wir hier schon mal? Hm. Wollte nicht springen, das Pferd. Ja. Nee. Ich fühle mich nicht krank. Gloria geht es immer noch schlecht. Und sie hat Visionen. Wir sollten sie in die Sümpfe bringen. Zu den Schwestern. Und wie soll ich die bezahlen? Seit Monaten haben wir nur Rindensud. Die Schwestern wollen kein Essen. Was denn? Das erfährst du schon. Dein Ohr. Voll netter Kerl. Einfach. Ja, geh da hin. Total super. Ist total safe. Ja, geh da hin. Toller Freund. Am Ende bist dein Ohr los. Am Ende bist du so ein Keinohrhase. Daher kommt der Keinohrhase also. Huch, oh, hier liegen ein paar Leichen. Nichts zu tun, wie? Tja, ich schon. Also zieh Leine. Was ist hier passiert? Bist du dumm oder blind? Das ist doch offensichtlich. Hey, er ist ein Hexer. Das ist auch offensichtlich. Komm ihm nicht blöd. Antworte ihm.
Ich weiß so viel wie du, also nichts. Aber mit etwas Übung kann man Leichen lesen wie Bücher. Die Schwarzen haben gegen die Roten gekämpft, musst du wissen. Um die Brücke. Wir sorgen nur dafür, dass nichts verkommt. Nimm nur dieses feine Schwert. Das habe ich im Schilf gefunden. Willst du es vielleicht kaufen? Nein. Das Schwert eines Toten? Nein, danke. Tot oder gut zu Fuß? Wen schert der Vorbesitzer? Das Schwert schneidet gleich gut. Aber wenn du es nicht magst, bitte. Es ist kein Leichenfresser. Und? Was willst du? Interessant. Durchaus interessant. Ja, ich. Das Schwert ist vielleicht gar nicht mal so... Moment, warte. Hier waren wir doch schon mal. Da hinten war doch... Genau da hinten ist das... Ach, ist ja krass. Geil. Schneller. Mega krass, hier waren wir ja schon mal. Ich hab mich gerade an diesem komischen rosa Schwamm gesehen. Der aussieht wie Gedärme. Da, guck, da hinten war das Banditenlager, wo wir andauernd gestorben sind, was wir am Ende aber trotzdem rausgerottet haben. Und hier sind wir ganze Zeit wieder gespawnt. Hier hatten wir hier war der Speicherpunkt. Der wurde von hier, von Nilfgaard wurde der gehalten. Mega geil, mega krass, mega, boah, finde ich gerade voll cool. Feier ich ein kleines bisschen. Hart. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Nichts, nichts. Ich sag nur, mein Gesichtschirurg war nicht der Beste. Und er hat andauernd gebrüllt. Guten Tag. So. Ah ja, genau, hier hingen die ganzen Leichen. Hier wollte doch sich der eine Schmied hin aufmachen irgendwie, ne? Hat er bei dem uns schon die Belohnung geholt? Überlege ich gerade. Aber vor allem können wir mal unsere Rüstung und Waffen hier aufbessern. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Oha. Alle gewinnen? Hallo, Herr Waffenschmied. Nun, suchst du etwas Fertiges oder hast du einen Auftrag für mich? Mit dem haben wir anstatt also schon geredet. Zeig mir, was du anzubieten hast. Das ist schön. Wir wollen eigentlich nur unsere ganzen Sachen verkaufen. Weg damit, weg damit. Weg, weg. Weg. Oh, hat nicht genügend Geld. Oh, da haben wir schon einiges verkauft. So wie es aussieht. Sehr schön. Was hast du denn hier für... Skellige müssen... Ach, das ist... Egal. Überlegene Greifenrüstung. Das wollte ich gar nicht machen. Überlegene Greifenrüstung, zeig mal. Handschuhe, Handwerkszutaten. Hosen. So, angrenische. Überlegene Bärenrüstung. Greifrüstung haben wir noch nicht, aber wir bräuchten erst die normale Greifenrüstung. Also nee, die verbesserte. Genau, erst die normale, dann machen wir zur verbesserten und dann die überlegene. Andererseits. 150 Rüstung ist schon recht cool. Ah, ne, 764. Ein bisschen teuer. Und dann haben wir noch die Bärenrüstung. Obwohl, ich glaube, dass die Greifenrüstung, die hat ja irgendwie 15% Zeichenintensität erhöhen. Glaube ich, dass die doch, praktischer ist für unsere Zwecke. Also, so für so, eher so halt Magie, Zeichen, Zeugs. Ah ja, komm. Lassen wir die mal am Leben. Reiten hier entlang. Irgendwo in die Richtung hier. Mensch, die Karte ist so groß. Das ist jetzt schon quasi eine ganze Folge auf dem, mehr oder weniger halb durchgängig auf dem Weg hierhin. Ah, okay. Hierhin also. Auf seine, auf ihre, das sind mehrere. Sonst fühle ich mich nachher so angesprochen.
Ihr kämpft nicht gegen mich, wollte ich euch mal ganz kurz erinnern. Hey, du da. Komm her. Gerne. Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus, hab ich recht. Was brauchst du? Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie, dann kriegst du was ab. Abgemacht. Isu, ganz kurz, Nein. Ich hasse Menüs, in die man mit einem Kopf reinkommt und nicht mal mit dem gleichen Kopf rauskommt. Die sind echt uncool. Wie hieß jetzt nochmal die Quest? Da. Beschütze die Plünderer vor den Monstern. Komm, begib dich zur Ruhe. Hallo, ihr kämpft gegen die hier, nicht gegen mich. Seid doch froh, wenn ich zauber. Das macht es eindeutig einfacher. Wie lange soll ich euch denn beschützen? Was? Ah, da. Sieht ein bisschen aus wie immer ein bisschen aus wie der Joker, so. So geschminkt. Gut, dass es ein Freund-Feind-Feuer ist, also dass nur Feinde trifft. Ich glaube, die haben ein bisschen falsches Repertoire. Das Sprachrepertoire. Ah ja. Oh, rennt, Panik. Da kommt schon der nächste an. Oh, vielleicht kommt am Ende auch so ein Boss quasi. Na, ihr Mädels. So. Hier. Das ist ein...